Moin, moin! Ich bin's, der Schansen. Und wie ihr sehen könnt, befinde ich mich mitten im Gefecht. Komm her. So. Nimm auch nochmal runter. Weg mit dir, du Affe. So. Ja, ein paar mehr, die müssen wir mal schnappen. Oh, direkt auf die 12. Dass sie die nicht ranholen kann hier auf dem. Gut. Super, und gleich zur Stufe 14. Gottheit, deren Namen ich nicht aussprechen mag. Dennoch aktiviere ich ihn, um frei zu sein. Doch, was ein süßes Kerlchen hier. Guck ihn dir an. Oh. Etwas. So. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns immer noch im Tempel. Und hier geht's auch weiter. Lassen wir mal kurz die Sachen ein. Und ja, beschwören wir die Gottheit. Mal gucken, was für ein Rätsel wir hier zu knacken haben. Ein Haken. Den können wir wo befestigen? Ah, okay, da. So. Das Wasser läuft runter. Sei es drum. Wenigstens ist einer von uns glücklich. Ja. Erstmal ein bisschen einen Überblick verschaffen. Denn wir wissen ja gar nicht, was wir genau machen sollen. Okay. Dann läuft das Wasser wieder voll. Und es geht alles wieder hoch. Die verschiedenen Plattformen gehen auch hoch. Okay. Ach, guck mal. Ich wollte den Ball da unten einfangen. Der kriegt das Artefakt zum... Okay. Gut. Was kann man denn noch hier machen? Dumm die dumm. Ah, ich sehe einen Haken. Das ist auch ein Haken. Aber wo kann ich ihn befestigen? Okay, das geht nicht. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwo anders noch einen extra Haken bekommen. Gut, gut, gut. Ah, es ist so Zelda-like, das Spiel, mit diesen ganzen Sachen, finde ich. Ganzen Rätseln. Das macht schon Laune. Das scheint auch was Rätseliges zu sein. Gut, also wir müssen auf jeden Fall unsere Figur wahrscheinlich irgendwo hinstellen, um hier hinzukommen. Und dann Wasser ab- oder auflassen. Da ist ein Haken, okay. Aber der muss da rüberkommen erstmal. Gar nicht so leicht, gar nicht so leicht. Gucken wir mal. Ha, dieser Vogel freut sich einfach. Gut, also. Jetzt läuft das Wasser ab. Kann ich jetzt irgendwo besser raufkommen mit meinem Viech? Oder mit meinem Menschen? Okay, wir sind noch wieder Mensch. Was soll das? Das Fragment der Sonnenscheibe fühlt sich heiß wie Feuer an. Könnten die anderen in der Nähe sein? Vielleicht. Okay, also nochmal. Ich muss einmal Überblick haben, Entschuldigung. Dass ich jetzt nicht gleich losrenne. Ich muss einmal wissen, okay, als Mensch stehe ich jetzt hier. Bringt mir gar nichts. Ich muss da rüber, glaube ich. Und da ist auch eine Kiste da drüben. Ja. Da macht das Sinn, glaube ich. Warte mal. Ja. Ich glaube. Genau, aber da rüber. Ist da links? Hä? Ich habe es noch nicht ganz so geblickt. Wir versuchen uns einmal hier jetzt. Hier mal rauf. Und da rauf. Hacksilber gefunden. Okay, ich muss noch einmal testen. Warte mal, ich muss einmal sehen, wo die alle hinführen. Mal runterlassen. Gut, jetzt ist es unten. Jetzt macht sich der eine Weg ja frei da. Kann ich irgendwo hinschicken? Gibt es hier irgendwas? Okay. Auch nicht. Ich dachte gerade, ich hätte was gesehen bei ihr, aber... Nö. Da wieder. Verstehe ich nicht. Da war doch gerade, leuchtet doch was auf, oder bin ich blöd? Ach.
Nee, passiert nichts. Komisch. Und weg. Okay, also, da seht ihr aber den Weg. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auf die andere Bahn einmal hoch machen. Und dann können wir da noch einen Stein hinsetzen. Der ist noch eingesperrt, da der Haken. Und den können wir nicht benutzen, weil der ist wieder oben, glaube ich. Okay. Also, wie man sieht, können wir da jetzt nicht rüberkommen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall das Wasser nochmal hochlassen. Ja, muss hoch. Und da können wir nämlich den anderen Typen was hinschicken lassen. Ein Stein. Also, da kann man einen Weg rüberbauen. Und dann kann man da hinten den Stein vielleicht wegmachen. Machen wir mal. So. Aber wir brauchen, um da rüber zu kommen, brauchen wir erstmal das Wasser wieder hoch. Denke ich. Ja. Oh Gott. Und dann rauslassen. Dann laufen wir einmal darüber als Mensch. Und wieder runterlassen. Ja, ein bisschen knifflig das Ganze, aber auch nicht zu knifflig. So, zumindest hier bin ich hier vor Segment sicher. Sie würde sich nie totennass machen. Nee, stimmt. Nee, du musst das da stehen lassen. Du musst das Wasser hoch haben. Na los. Ja. Beeindruckt mich. Das Wasser muss hoch. So. Dann kommen wir oben rauf. Ohne Wasser wäre es hier weiter verträglicher. Ich muss das wieder runterladen. Oh, das ist aber auch eine abgefahrene Hin- und Her-Geschichte hier, ne? Nur so nebenbei. Ja. Die Frage, wo ich mich da hingestellt habe gerade, ne? Habe ich auch nicht verstanden. Tut mir leid. Muss erstmal darüber. So. Und jetzt. Gut, dass es relativ schnell geht immer, ne? Muss man auch sagen. Es dauert nicht zu lange, um das zu machen. Das wäre jetzt auch sehr nervig. So. Jetzt kommen wir hier rein. Das kann ich für immer tun. Ach, scheiße. Okay, da muss ich nur durch, ohne getroffen zu werden. Ah, okay, wieder so ein. Runterlassen, damit er da anhält gleich. Genau. Einfach. Kostet meine Klinge. Ah, komm, das Krokodilchen auf einmal her. Oh nein, das hab ich gleich gesehen. Wie dumm war das denn? Oh, blödes Viech. Wie ich es gesagt habe. Ignoriert mich nicht. Ach, das ist schon wieder so ein Rätsel. Seht ihr das? Da müssen wir ein bisschen mehr was machen. Lass uns mal was rausmachen. Das Gute ist natürlich, dass man das jetzt auch hier machen kann. Das müsste ja auch für uns da gelten. Okay, das war ja dumm. Habe ich mich auf die falsche Plattform gestellt. Saufe ich natürlich ab. Oh, jetzt kommen wir gar nicht mehr raus. Muss ich das Ganze normal machen? Hä? Wieso komme ich da nicht raus? Wieso komme ich denn da jetzt nicht raus? Da auch nicht. Das bringt ja auch nichts. Hä, die Tür ist zu? Wieso ist die Tür dann zu? Ach, bestimmt, weil wir das Wasser ja noch nicht abgelassen haben, ne? Kann das sein? Das hat mit Wasser zu tun, klar. Wie dumm. Das haben wir ja nicht so steigen lassen, das muss nicht wieder runter. Sonst können wir die Tür nicht aufmachen, dann würde uns das ganze Wasser ja genau ins Gesicht klatschen. Ja, das ist natürlich klar. Oh, das sah ja cool aus. Guck mal, jetzt müssen wir uns nämlich, wir hatten es hier auf die Plattform gestellt, wir müssen natürlich da hinten drauf, auf die Knospe. Aber das geht ja gar nicht. So, stellen wir uns hier mal rauf. Und jetzt lassen wir das ab. Guck an, da hoch jetzt. Jetzt müssen wir natürlich das Rätsel da noch lösen. Mit dem. Oh, das ist eine kaputte Mauer hier. Aha. Oh, eine seltene Kiste. Okay, das Rätsel können wir lösen, aber dafür müssen wir das Wasser haben.
hinterlassen. Und jetzt. Ah, okay. Ja, macht ja Sinn. Wir müssen natürlich da. Ah, da ist das Ding. Guck mal, das habe ich gerade eben nicht gesehen. Da ist natürlich eine schwebende Plattform, die können wir auch benutzen. Aber wo soll ich uns hinbringen? Wir sollen bestimmt da durch. Dafür müssen wir aber das Rätsel erst lösen. Was ist das? Was nochmal hoch? Und jetzt versuchen wir mal. Warte mal, wie mache ich das denn? Jetzt sehe ich das ja gar nicht. Ist das richtig so? Jetzt kann ich doch da. Genau. Der kann ja mal hier rüberkommen, dann können wir auf die andere Seite zumindest mal. Macht am meisten Sinn, oder? Dass wir jetzt schon mal rüberkommen. Dann hier rüber. Los! Und jetzt können wir die Scheibe benutzen, damit wir das hoch und runter bekommen, oder nicht? Nur ein Gott könnte dieses Wasser heben. Guck mal. Okay. Okay, dann los geht's. Unsere Hacke-Peter schmeißt er dagegen. Bam. Ach so. Überlegen, wie machen wir das denn? Da brauchen wir, glaube ich, die Macht des Großen noch. Das bringt ja gar nichts. Gerade. Warte, ich müsste. Okay. Nee, das bringt gar nichts. Das ist komplett verkehrt. Ach, jetzt verstehe ich. Jetzt müssen wir, glaube ich, das Wasser wieder hochlassen, damit wir dagegen kommen und den nächsten Schritt runtergehen können. See, jetzt können wir da. Können wir zwar hoch machen. Jetzt können wir ja nicht ganz rüber wegen dem Turm. Aber dafür können wir jetzt dahin. Einen runter. Und runter. Genau. Und jetzt das Wasser wieder ablassen. Sonst wäre das nichts. Boah, das ist auch kompliziert und tricky auch. Muss man einfach mal sagen. Genau. Rüber. Genau, so. Rüber. Wieder runterlassen, damit wir auf halber Strecke anhalten. Genau, und jetzt können wir auch hochkommen. Perfekt. Ja. Ich bin gut. Gut, rein hier. Und jetzt mal jetzt durchfliegen. Gut. Was hat uns das gebracht? Ach, jetzt haben wir das Fliegen-Ding hier. Guck mal, hier können wir überall hinkommen. Das ist natürlich cool. Dann sind wir die bunte Truhe holen hier. Müssen wir nachher mal anpassen. Bin nicht überrascht. Ah, jetzt können wir da den Haken ansetzen. Perfekt. Jetzt wird auch frei, der Haken. Gut. Vielleicht verbirgt das Wasser das wichtigste Fragment in seinen Tiefen. Na, guck mal da, jetzt ist es weiter runtergegangen. Okay. Nee. Jetzt geht's dann wieder hoch, sei dumm. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber. Okay. Es ist höher. Jetzt können wir das nochmal heransetzen, dann können wir nochmal runterkommen. Da ist ein anderer Raum, wo wir vielleicht rein müssen. Ach, guck mal, hier sind auch Schalter. Was bringen uns denn die Schalter? Okay, jetzt ist sie in Bewegung gekommen. Okay. Alter, hab ich ja nichts. Drüben, okay. Können wir sich hier vor uns den Weg noch frei machen?
all diese Gewässer. Verlassen wie dieser ganze Ort, seit Tifnut ihn aus Stolz und Eifersucht hinter sich ließ. Wer weiß, wohin sie ging. Ach, guck mal, das ist ein Schalter. Ah, ja. Jetzt ist es doch, macht das Sinn. Gibt es, Entschuldigung. So. Da kommen wir aber nicht ganz hoch. Da kommen wir nicht ganz hoch. Was können wir mit denen hier machen jetzt? Das ist jetzt komisch. Was soll ich denn machen mit dem Ding? Dahin. Hm. Da soll ich da hin? Ich weiß das gar nicht. Durchfliegen. Da war ich noch nicht, ne? Ne, da war ich doch noch nicht. Ja, da war hin. Ah, guck mal. Das kann ich nochmal holen. Hier drauf. Ach, jetzt müssen wir das Wasser wieder hochlassen, glaube ich. Oder, ja. Reicht das? Ne, muss die zweite Seite auch, ne? Ja. Die zweite Seite muss auch runter, sonst wird das nichts. Okay. Ah, oh nein, was ist das denn hier? Oh oh. Da verliert man ganz gut Leben. Da. Mal schon gucken. Und schnell. Jetzt. Rüber, rüber, rüber. Ah, warte. Und da haben wir kurz. Yes, zack, 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 zack. Und da haben wir unser Schwert. Besser als gedacht. Und wahrscheinlich ein Kampf. Ja. Haben wir gedacht. Oh, das ist ein Blöder. Ah, okay, okay, okay. Oh nein, das war dumm. Das war dumm. Oh, das ist noch einer. Ach, das ist ein Flug, den haben wir gesehen. Scheiße. Affen. Affenhirn auf Eis, Alter. Kacke, war das denn gerade? Ich hatte bessere Gut, Momente. Versuchen wir es nochmal. So. Schon aufpassen hier. Boah, Alter. Das, wenn man so gierig ist, wenn man so schnell rüberkommen. Damit das ist. So, aufgepasst, jetzt bist du dran. Jetzt geht's los. Schild ihn auch dazu. Da schießt noch diese blauen Dinge auf mich. Jetzt haben wir das bekommen. Da hat er den schon wieder platt gemacht. Doch gar nicht. Was ist das denn für ein Move, den er da macht? Was ist denn das für ein Move? Wo er so hardcore mich trifft. Peinlich. Ja, etwas peinlich schon. Das hier ist ein bisschen dumm. Ich lasse mich diesmal nicht treffen, damit ich genug Leben habe, wenn ich ankomme. Und ich wieder irgendwie ein Drittel verliere, weil ich mich so dumm von den Dingern hier abschneiden lassen. So. Nochmal das Ganze.
Oh, Alter. Los geht's. So. Ausweichen. Oh, der ist klar, weil du nervst. Jetzt hin. Oh, das können wir nichts machen. Da müssen wir mal so ausweichen. Oh, da haut auch mir hart zu. Im Netz zu. Ich muss besser parieren. Das darf ich nicht verlieren. Jetzt. Ah. Krieg ich ihn. Ja, fast. Also, der haut da ganz schön rein. So, jetzt haben wir jetzt das Schutzschild weg. Auf dem Kopf. Ah, ich wollte ihn auf dem Schädel haben. Das habe ich geschafft. Weg. Oh, es wird schon wieder ein knapper Kampf. Warum? Habe ich immer so eine. Und jetzt haut er mir einen Vogel platt. Ich hab schon wieder. Ich krieg schon wieder an der unförmigen Lebensanzeige rum. Oh, jetzt aber, jetzt krieg ich ihn. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Wir müssen ein bisschen mal gucken, nach Leben gucken hier. Hab ich da noch was? Ja, guck mal, die müssen wir da rüber haben. Huch, lenn ich? Was macht er da? Wieso geht das nicht? Hä? Hä? Ich drück doch. Ah, jetzt okay. Boah, ich muss irgendwas anderes noch mitnehmen. Cool. Hm. Gut. Ja. Essen muss ich sowieso. Ist das selbst gekocht? Das habe ich gebraucht. Da brauchen wir noch ein bisschen Lebenskraft hier. Das ist genau das Richtige. So. Wo ist der jetzt da oben? Okay. Okay, jetzt sind wir hier oben. Da, der Ring für den letzten Haken. Immer noch blockiert. Zieht die massive Maschine um die. Zieht die. Okay, wir müssen hier die massiven Steine, das sind diese da. Ah, die müssen wir also rüberbekommen. Wie machen wir das denn? Ah, okay. Warte mal. Das da. Ja. Auch von der Seite kann ich es ja ruhig machen. Diese Axtweichen sind falsch ausgerichtet. Vielleicht könnte ich sie bewegen, hätte ich die Größe einer gewissen, ungeladenen Begleitung. Das ist immer so dezent, was er sagt, ne? Gut. Okay. Ah, guck mal. Jetzt komme ich da besser ran. Okay. Clever, ja. Wieder hoch, dann wieder runterkommen. Oh, weiter runter geht nicht. Komme ich da vorbei? Nee. Das ist ja auch blöd. Hä? Wie soll ich das machen? Ach so, ja klar, ich kann es jetzt schieben wieder. Schieben wir da rüber, dann kommen wir auch da hoch. Jetzt muss natürlich der Stein mal kurz runter. Würde da längs kommen. So. Hoch und rein. Perfekt. Gut, das gleiche müssen wir wahrscheinlich auf der anderen Seite jetzt auch machen. Wie kommen wir da am schnellsten rüber, ist die Frage. Wie kommen wir am schnellsten rüber? Gucken wir rum. Ach, warte mal. Da ist doch so ein. Da müssen wir hin und das da machen. Kein Bock, den ganzen Weg rumzulaufen. Da hab ich keinen. Ach nee, guck mal, da hinten. Ist ja nicht so ein Flugobjekt da hinten, sondern. Oh, hier ist noch ein Schalter. Dann aktivieren wir die ganze Scheiße und.
Ja, wir können das Ding da hinten benutzen. Das müsste doch möglich sein. Einmal zurück. Das bringt, glaube ich, nichts. Ich nehme schon Wasser. Nein, ich brauche nicht die Sonne. Okay, den. Das ist, glaube ich, irgendwie egal. Ich kann das Ding da hinten benutzen. Das macht am meisten Sinn. Ich wollte testen, ob hier irgendwas anderes geht, aber ich glaube, das müssen wir benutzen. So. Sonne? Dann schweben wir einfach darüber. Das ist ja die einfachste Möglichkeit überhaupt. Ihr schafft das. Ich nicht. So, Schalter gedrückt halten. Beziehungsweise Scheibe. Wir müssen wahrscheinlich erstmal das Ding rauslassen. Genau. Perfekt. Okay, okay, jetzt müssen wir kurz überlegen, wie es am besten geht. Der kommt hoch. Gar nicht so leicht. Hier ist es ein bisschen kompliziert auf der Seite. Kommt mir so vor. Durchblicken. Also ich kann mit dem Ding da hochgehen. Hoch. Jetzt müsste ich. Zieht euer Ding durch. Genau. Ich schaff das nicht. Und jetzt. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Kann man die noch schieben? Weiter geht nicht, ne? Das ist die Grenze, okay. Also reinschieben, perfekt, guck mal. Dann passt das. Jetzt runter damit. Jetzt muss aber den Stein wieder hoch, muss ich den wieder rüber schieben, damit ich da hochkomme, ne? Dann muss er wieder davor, beziehungsweise... Ja. Nee, das ist verkehrt. So geht das nicht. Der muss dahin, während ich. Genau. Mal rüberschieben. Unterhaltet mich. Genau, ich muss auf der anderen Seite, aber. Wenn auf die andere Seite. Wenn ich jetzt hoch mache, dann muss ich direkt dagegen fahren, während der hochgeht. Oder? Ja, perfekt. Das geht. Ob es so gedacht war, weiß ich nicht, aber. Anders wüsste ich es nicht. Guck mal, jetzt kommt das Ding. Was den Haken halt kann oben ran. Genau, jetzt müssen wir den Haken nur daran setzen. Und jetzt geht der Wasserhahn weg. Der Wasserfall. Aber es wird sicher noch mehr kommen. Jetzt ist der endlich der Weg frei. So. Ist der Ton gerade weg? Hör ich gar nichts mehr? Jetzt wäre er da. Okay. Verstehe auch nicht, warum der Ton nochmal weg ist. Ist ja komisch. Immer hinter Wasserfällen nachsehen. Immer hinter Wasserfällen nachsehen. Wieder so ein Ding. Mal gucken, wo es diesmal hinkommt. Okay. Fragmente der Sonnenscheibe brennen mir noch ein Loch in den Beutel. Das letzte Stück muss in der Nähe sein. Hoffentlich setzt mich das Teil nicht in Brand. Okay. Ach, guck mal, da kann man wieder eine Axt gegenwerfen. Ist hier noch irgendwas anderes? Da habe ich auch eine Axt. Okay.
Ach guck mal, die stoppen das Wasser jetzt vom Ablaufen. Okay. Dann müssen wir die andere Seite auch nochmal besiedeln. Perfekt. Ein freier Weg. Kaum eine Herausforderung. Hm, das sieht gut aus. Die Sonnenscheibe. Da. Aber. Gut, aber da schwimmt auch irgendwas Großes im Wasser, wie man sieht. Ist das Nessie? Ich weiß es nicht. Ah, das müssen wir aber beim nächsten Mal rausfinden. Und weiter will ich heute nicht spielen. Aber das ist auf jeden Fall ein Riesenviech. Da kann man klettern, da kann man sich hochziehen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.